Hallo, ich bin's wieder. Schön, dass du auch da bist. Ja, es geht um das 21. Video über das freie Lernen und Bilden. Ja, ich habe mir die ja jetzt allesamt nochmal wieder angeguckt und nochmal hineingespürt und habe gewusst, irgendwie kommt noch was. Sicherlich kommen noch viele nach. Ja, das ist schon eine sehr spezielle Sache und ich habe dir auch ein paar Buchtipps und Hinweise gegeben. Jedoch, naja, der beste Beweis ist einfach, wenn du bereit bist, die Wahrheit anzuerkennen. Und dazu weiß ich, sind nicht so viele Menschen bereit. Jedoch denke ich, zwingt uns das Leben direkt dazu, hinzuschauen. Nicht mehr wegzuschauen, die Dinge anzuschauen, die die Kinder uns zeigen, die wir anschauen sollen, damit dieser ganze Stressfaktor aufhört, der mit dem ganzen Leben irgendwie zusammenhängt. Und damit wir nicht ständig diese Vergangenheitsstories ins Jetzt bringen und auf unsere Kinder überstülpen und die alten Muster, die wir auch mitbekommen haben, wieder weiterzugeben an die nächsten Generationen. Langsam aber sicher müsste uns mal klar geworden sein, dass das alles kein normaler Zufall ist, wie unser Zustand so ist, sondern das hat jemand produziert. Und ich meine, wer oder was soll diese Welt produziert haben? Also natürlich sagen die einen, Gott hat sie produziert oder Gott ist schuld oder die sind schuld oder die sind schuld oder keine Ahnung, irgendeiner ist immer an irgendwas schuld. Aber allein schon so zu denken, ist schon der Hohn der Blanke, weil Menschen haben diese Welt kreiert. So wie sie jetzt einfach ist. Da geht einfach kein Weg dran vorbei. Also wach auf und erkenne die Wahrheit an, dass wir alle zusammen kreieren. Ständig am laufenden Band. Und die Frage der Fragen ist, denke ich doch, wann sind wir bereit, als Erwachsene erwachsen zu agieren? Und nicht aus irgendwelchen komischen Sachen heraus, die uns irgendjemand mal jemand eingetrichtert hat. Und aus inneren Kindern, die stinkewütend sind, dass ihnen so viel Sachen angetan wurden und ja, wir es nicht merken, dass die immer noch in uns wüten, obwohl wir einfach nur, ja, viele Menschen haben nur große Körper und sehen aus wie Erwachsene, aber sie können nicht handeln wie Erwachsene. Und Kinder zeigen uns das ganz, ganz, ganz deutlich. Es gibt also wirklich keinen besseren Lehrer, finde ich, als Kinder. Und überleg dir das wirklich gut, denn wie es so schön heißt, wenn du ein Kind hast, hast du 20 Jahre lang einen Job zu tun. Und bist du auch bereit, diesen Job zu 100% zu übernehmen? Oder nicht? Das hat unglaubliche Ausmaße auf das Leben deines Kindes, das Leben derer Kinder und derer Kinder, wie es auf uns auch Auswirkungen hatte. Aber du allein musst entscheiden, ob du ein Produkt deiner Umstände bist, bleiben willst, oder ob du ein Produkt deiner Entscheidungen bist. Und was für Entscheidungen du triffst, das wirkt sich alles natürlich für alle auf diesem Planeten aus. Und kein Kind hat es verdient, nicht es sich selbst sein zu lassen. Und dass wir als Eltern nicht das tun, was unsere Aufgabe ist, nämlich das Kind zu beschützen, zu pflegen, zu hüten und es ihm zu zeigen, wie es sich im Dschungel dieses Lebens am besten zurechtfindet. Und das kann eigentlich gar kein anderer machen, außer du selbst. Oder du bist so gut ausgebildet, dass du das auch für andere übernehmen könntest. So, dass das Kind wirklich in seiner eigenen Kraft bleiben kann. Und du lernst auch Vertrauen zu haben
in dieses kleine Wesen, das einfach noch so viel mehr weiß als wir Erwachsenen. Im nächsten Video lese ich eine Passage aus dem Buch von Radikal Ehrliche Elternschaft. Das hat mich gerade gefunden und das finde ich ganz, ganz super. Das möchte ich dir gleich zeigen. Denk drüber nach und ich freue mich von dir zu hören, wenn du dich auch für authentische persönliche Entwicklung interessierst und Freiheit. Alle Daten findest du unten. Adieu.